Herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time Randomizer. Ich glaube, so hieß das Ding. Ja. Wir sind auf der Suche nach ganz vielen. Na komm schon. Das wollte ich so eigentlich nicht. Auf der Suche nach ganz vielen, Löcher. Samenlöcher. Kann man das so sagen? Vielleicht gibt es irgendwann noch was Schönes. Plop. So. Und in den Dungeon kann ich auch nochmal rein. Oh, hi. Ja. Was, der ist ein Hammer? Ich finde daher einfach mal einen Hammer. Finde ich gut. Hammermäßig. So, gerade mal speichern. Hier gab es auch noch ein oder zwei Skulpturas, die hier irgendwo versteckt waren. Wir gucken mal, ob wir die noch wiederfinden. Oh. Ah, es war ein bisschen heiß. Ja, 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 habe ich verdient. Ja. Ich wollte ja eigentlich nicht die ganze Zeit immer warten. Ja, höher geht er nicht. Na, super. Sag mal, ist hier vorne noch was zum Aufheben? Super. Ich komme heute richtig klar. Ja, ist ja gut. Gott, der Arme. Nein. Was denn? Alles klar. Weiter geht's. Okay. Herzen bitte. Herzen bitte. Das wollte ich nicht. Okay. Habe ich eigentlich anders geplant? So. Ich glaube, da oben komme ich nicht an, ne? Ja, das ist auch sehr gut. Gucken mich da oben irgendwie. So. Nee. Nee. Warte. So. Ich weiß nicht genau, wo da hinten die Spinne dran hängt. Aber ich weiß, dass sie da hinten irgendwo dran hängt. Vielleicht ein bisschen weiter rein. So. Zu hoch, viel zu hoch. So vielleicht? Ich finde den Winkel eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht so? Gut, oder wir müssen halt mit Melodie nochmal wiederkommen. Dann versuchen wir das hier nochmal. Hier sind nur Spinnchen.
Es gab hier irgendwo noch eine Skulptur, die ich abholen wollte. Danke. Ja, da hinten war das irgendwo. Finde ich gut. Ja. Ja. So, hier. Fehlt immer noch eine Skulptur, die ich gerade nicht holen kann. Schade. Ja, Navi. Klugscheißer. Ich weiß das doch. Hier müsste ich doch eigentlich noch was abholen können, oder? Da oben hängt sie. Sehe sie von hier. Ich weiß aber gar nicht, ob ich hier reichen kann. Ach, immer diese Bomben. So? Hä? Ja, so vielleicht. Warte. Nee, das ist zu... Das wird nicht. Die hängt genau in der Mitte. Also da so. Auch nicht. Warte. Was ist das? Eine Flöte. Das ist eine Flöte. Oh, das ist die Flöte. Nein. Ich muss doch diese Flöte kriegen. Vielleicht so. Nee. Vielleicht so. Nee. Vielleicht so. Okay. Das ist jetzt echt fies, oder? Da? Ich weiß ganz genau, wo die Flöte steckt. Und ich komme nicht hin. Was passiert denn, wenn ich nach oben mache? So. Okay. Nein. Hä, wie soll ich denn da rankommen? Und das ist die Flöte. Hallo. Das ist die Flöte. Hm.
Ich komme doch da niemals. Ach. Und ich bin dran. Gibt es ein anderes Mittel, um was zu holen? Ich kann die Flöte jedenfalls nicht aus. Als Erwachsener kann ich die Flöte nicht holen. Da brauche ich sie ja schon. Abgesehen davon, jetzt wo ich die Flöte hätte, wenn ich die Flöte hätte, habe ich ja noch längst nicht die Musik. Ich habe keine Ahnung, wie ich drankommen soll. Zählt das schon als Glitch? Dass ich eigentlich nicht haben wollte? Ich wollte ja keine Glitches. Und da kommt man ran? Ernsthaft? Nee, das ist zu hoch. Ich kann jetzt nur raten, ne? Tja. Ich weiß gar nicht, wie ich da ankommen soll. Mal die Flöte dran. Die hängt da oben. Die hängt da oben drin. Das ist eine riesige Kammer und oben drin hängt die Flöte. Soll ich diese Folge Flöten sammeln nennen oder? Das ist ja jetzt wieder doof. Ich weiß genau, wo etwas ist. Ich weiß genau, dass es da ist und ich kriege es nicht. Das ist so gemein. Ich habe das, glaube ich, auch nie so gemacht auf diese Weise. Ich glaube, ich habe den Gegenstand hier sonst mal als Erwachsener erst geholt. Mit dem Haken. Oder kriege ich hier noch einen Haken? Ich glaube nicht. Da, ich sehe die Flöte doch. Ach, komm schon. Ich war so nah dran. Nee, das kann ich von hier unten, kann ich das vergessen? Ich bin einfach zu kurz dafür. Der Winkel ist perfekt, um es nicht zu treffen. Sehr doof. Ja,
Gibt es da einen Trick irgendwie, sich das zu holen, oder? Tja, jetzt seht ihr mich hier schon 10 Minuten da an dieser blöden Flöte ran rumbasteln, wie ich die zu holen versuche. Es tut mir natürlich auch leid. Ich habe mir die Rätsel nicht ausgedacht. Ich hätte es eigentlich schon längst haben müssen. Ja, ich glaube, ich kann hier wieder rausgehen. So eine Scheiße, ey. Komme ich da an diese Flöte ran? Ich komme da nicht hoch. Kann ich machen, was ich will? Ich sehe auch keinen Winkel, von dem ich da rankäme, also... Muss ich die vielleicht abschießen? Kriegt das dann das Zeug? Och, Manno. Okay, ich weiß schon mal, wo die Flöte ist, aber ich komme nicht ran. Wie doof ist das denn? Wie blöd, oder? Dass ich da nicht rankomme? Bin ich jetzt schon extrem nervig. Extrem. Extrem nervig. Nun gut, sei es drum. Ich will noch ein, zwei Sachen holen und dann mache ich heute nur eine kurze Folge. Da haben wir schon reingeguckt. Hock, hock. Bomben? Bomben nehmen wir mit. So, dann haben wir hier noch was. Zack. Natürlich. Oh, das sind 20. Jetzt kann ich ganz was Tolles. Nee, kann ich nicht. Ich komme nicht hin. Klar, dann gehen wir halt zur Coronenparty, holen uns dort noch ein Spinnchen ab und dann können wir uns, glaube ich, mit den neuen Käfern, die wir jetzt in der Tasche haben, wieder zurück zum Deko-Dingsbums machen. Und uns fehlt leider, kriegen wir den Bumerang nicht, die Flöte nicht. Aber viel machen können wir damit eh nicht. Wir könnten uns damit zum Bolero des, in den Vulkan reinflöten. Stimmt. Ah, so unnütz ist das auch nicht. Oh, ich dachte, da wäre eine Skulptur. Halt. Immer noch ein Stäbchen mit. Für den Notfall, falls mit einem Endgegner kommt. Hast du wenigstens einen Stab dabei? Immer einen Stab in der Hose. So, es ist praktisch, dass es gerade Nacht ist. So kann ich mich noch einmal in diesen komischen Wald zurück. Denn dort fehlt, glaube ich, auch noch eine Skulptula. Oder hier. Ah. Du schon mal nicht. Du auch nicht. Einigung von Setzlingen, Samen, Dingen, ach hier.
So nämlich. Plöpp. Sind die jetzt alle eingetaucht? Ist das nervig. Ein Kompass des Schattentempels. Ah, der hat mir die Käfer geklaut. Nein. So, dann holen wir uns jetzt nochmal Käfer. Ja nicht wahr. Ich wollte doch. Obwohl. Ja, doch, kann ich machen. Dafür brauche ich gleich nochmal die Bomben. Komm schon. So, hier dann nochmal. Gerade auf dem Weg zu den Käfern. Zeit. So. Au. Okay. Und einmal Käfer, bitte. Könnte ich bitte... Danke. Ist er nervös? Nein, er ist nicht nervös. Der speichert nur ganz rasch. So. Und wieder zurück in den Deko-Bums. Ich wollte noch einmal zum Waldtempel. Jedenfalls in die Nähe. Da war auf jeden Fall noch das Cthulhu, das weiß ich. Da muss ich lang. Bam, bam, bam. Tschüss. Och, jetzt bin ich da reingefallen. Da lang. So, und einmal rechts, da müsste ich es haben. Und jetzt müsste ich, glaube ich, oben links irgendwo das Cthulhu sehen. Dafür muss ich einmal durch den Wald durch. Tschüss. Keine Zeit. Ah. Haut der Spucker. Na, nicht so ungehobelt. Ich glaube, hier hatte ich meinen ersten Tod erlitten. Ausgerechnet hier, wo ich noch nie gestorben bin. Die kleine Skulptur an der Wand. Echt? War das nicht hier? Das war hier nicht. Das war hier nicht. Hm. Na gut. Dann eben nicht. Ach ja. Dann kann ich nur. Oh, ich fall da immer rein. Verzeihung. So, einmal Wald raus, einmal Wald rein. Ich weiß gar nicht, ob ich im. Na, ob ich da. Bei der Heimat der Dekus, ob ich da auch noch irgendwo Skulptulas finde, weiß ich gar nicht. Mal sehen, was hier drin steckt.
La la la. Plop. So, gib mal eine. Ein Käfer. Alles klar. Das Schwert. Cool. Das Schwert. Jetzt können wir anfangen zu spielen. So, Folge 8, 7, 5. Oh Mann. Welche Erleichterung. So. Finde ich gut. Das Masterschwert. Ist es nicht ganz, aber es fühlt sich so an. Oh, hier ist auch noch was. Link, du stehst irgendwie... Ich sag's lieber nicht. Nimm auf jeden Fall einen mit. Style. Cool. Alles klar. So, ich guck noch mal hinter diesem Haus, ob hier noch eine war. Nö. Dann würde ich sagen, können wir zum großen Deko. Oh, endlich. Endlich. Wie heißt, was heißt die... Ach so, ich soll das andere Schild. Hier, lass mich rein. Was? Deko-Schild? Was? Kokiri-Schwert? Alter, Gauner. Los, geh halt rein. Listen. Wie soll ich denn an diese komische Flöte kommen? Oh. Endlich geht's los. So. Endlich, 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 endlich. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge hier fertig mache. Ich erwarte noch einen Anruf. Das heißt, ich werde so ein bisschen spielen und irgendwann werde ich dann spontan aufhören. Machen wir das so. Alles klar. Ich habe ein Schwert. So. Was denn jetzt schon wieder? Hey, hey, hey! Jetzt habe ich eigentlich das Beste im Spiel schon gefunden. Das Schwert, wie ich festgestellt habe. Denn ohne Schwert ist das Spiel echt oll. Es ist echt oll ohne Schwert. Da helfen auch keine Bomben. Da oben gehe ich gleich hin. Ich gehe erstmal hier drüben lang. So. Mach mal auf. Was? Vergib mir. Okay. Du hast da gerade ein Herz ausgepupst. Naja, weißt du. Was das denn? Ein Rubin. Einen. Das Auge der Wahrheit. Na, jetzt geht's aber los. Watch out! Diddle-diddle-diddle-diddle-dum. Glück. Ich glaube, das Auge der Wahrheit brauche ich, aber... Das brauche ich, in der Stadt. In der Hyrule-Stadt brauche ich das. Weil sonst fällt mir das nicht ein, wo ich das gebrauchen könnte. Also wie gesagt, wenn es klingelt, dann bin ich gleich offline. Dann gehe ich gleich mal... Die Ruhezone.
Navi, das ist eine Ranke. Ich kann hier hochlaufen. Ist das nicht toll? Navi aus. Navi geht mir auf den Sack. Lalalalalala. Was denn? Nun komm. Schon. Mist. Ich muss die auch nicht fertig machen. Ich kann hier gleich reingehen. Ja, hey, hey. Ist ja gut. Da. Gut, die Tür habe ich schon mal geöffnet. Zeldas. Oh, Zeldas Wiegenlied. Jetzt brauche ich die Flöte. Oh, oh. Au. Nee. Digga, du gut, Digga, du gut, Digga, du gut, Digga. Noch eine Skulptura, sehr schön. Kerne nehme ich mal mit. Johannes B. So. Was ich jetzt hier für Zeug kriege. Ach, der Baum ist so gnädig mit mir. Okay. Gut, spring runter. Sehr gut. Okay, da brauche ich Feuer. Da krabbelt doch was. Was gibt's denn da? Es gibt Netzteil. Oh. Wie komme ich jetzt hier weiter? Feuer macht Spinnweben weg. Habe ich verstanden. Ein Schlüssel des Schattentempels. Habe ich auch verstanden. So, und jetzt? Das wird so nichts. Ach so. Weg. Na komm, mach was halt so. Zwei, drei, eins. Okay.
Und hepp. Wir nehmen mal den Schalter da. Hey, hey, hey. Navi ist ein Nervenbalzen. Hey, hey, hey. So. So. Ja, hey, Navi. Navi, geht's? Hey. Navi ist immer für dich da. Wie schön. Oh. Aber. Hä? Es gab hier doch irgendwo noch so einen Geheimraum. Wo war das denn? War das etwa da? Nee, hätte ich doch gesehen, oder? So. Gehen wir weiter. Alles klar, machen wir. Na? Wo ist der nächste? War das nicht drei? War schon weg? Oh, guck mal. Hier kann ich noch was tun. So, dann brauche ich einmal die Bomben. Und hinfort. Dreh dich. So. So. Da, 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 da. 23. Die waren etwas nervig. Ach. Also Bomben und Stäbe, die vertragen sich mal nicht so bei mir. Ja, super. Ob ich da einfach noch durchkriechen kann? Wie kommen wir da irgendwo nicht hinterher? Bin ich denn jetzt? Ach so, hier mache ich eine Abkürzung, okay. Verstehe. Das heißt, ich nehme jetzt das Feuer mit. Dort hinten hin. Ohne runterzufallen. Bin ganz schnell und auch hier drüben. Ich habe ein Herzchen. Wie war das noch? 2, 3, 1. Leo.
Oh, es tut ihm leid. So, dann kann ich ja schnell nochmal rein. Mal eben noch den Boss machen. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach hinkriege. Hi. Goma. Okay, ich sollte mir ein bisschen Leben holen. Macht er da? So, noch ein für Mutti, komm her hier. Jetzt. Und tschüss. Gut, haben wir den auch. Das, meine Freunde, war Goma. Ich hoffe, ich habe hier alles gefunden. Was ist das? Wow, eine Skulptula. Sehr gut, wir haben das Schwert. Wir haben Zeldas Lullaby. Also ein bisschen was haben wir ja. Das Schattenmedaillon. Sehr schön. Cool. Das heißt, jetzt brauchen wir die Flöte. Das werden wir beim nächsten Mal versuchen zu holen. Ich sage erstmal tschüss, bis dahin.